Herzlich willkommen im neuen Vlog. Sekt 11 hängt am seidenen Faden und am Tropf. Ja, batterietot. Er stand ja eine Weile quasi bis zum nach dem dritten Schnitt. Der Glas genauso. Und nun leckte er mit Öl. Da hinten stand er, alles voll Öl, habe ich nur mit dem Hufi eben nach vorne gezogen, dass ich hier eben runterkriechen kann. Und dann hier habe ich mein Schlüsselzeug. Oder wollen wir mal gucken, dass wir die Kardanwelle loskriegen. Da toppt das raus, da. Und hier hängt noch eine Nase da. So, und das soll dann beseitigt werden. Und er leckt irgendwo hier oben noch. Ich denke mal, einen von den Schellen sind da lose. Möchte ich noch mal andrehen. Aber wir machen mal das hier, dass da irgendwie noch ein Simmerring reinkommt. Und hier fällt auch eine Schraube. Also von der Kilometeranzeige hier. Aber wir machen erstmal das hier. Also eben mit dem 17er die ganzen Schrauben lösen, Kardanwelle ab und dann gucken wir, was hier hinter den Flansch ist. So, noch einmal die letzte Schraube. Dann haben wir da auch schon. Das geht noch besser als gedacht. So, dann haben wir das. Klack, da haben wir ihn. Da haben wir das. Komm, da sitzt hier noch so ein Hohlstift drin, aber ich denke mal, das ist hier die Gummiummantlung hier. Aber das kann man hier nur drehen. Hier hat noch was Gras umzugewickelt. Und dann hat den Simmering auch kaputt gemacht, weil hier kein Schutz ist. Kann sein, dass ich mich hier mal aus dem Blech nochmal was nachbaue. Gut, und dann haben wir den Drehzahl oder den Kilometer Kram hier abkriegen. So, was haben wir dort? Hier ist der Flansch. Die Zähne sehen noch soweit alle gut aus, also den brauche ich nicht neu haben. Ich glaube, der ist schon mal neu gekommen. Denke ich mal. So, nun ist hier der
Simmering. Aber wie kriegt man den da raus? Muss man den irgendwie da mit dem Schrumpf hier da raus popeln oder was? Keine Ahnung, aber Google weiß ja alles, ne? So, das war ein Kampf. Hier ist der alte, den habe ich nur raus. Hier ist der neue. Mal wieder mal reinsetzen. Schön einölen, dass es gut flutscht hier. So. Ein bisschen sauber machen hier. Ja, guck mal. Gib ich am besten erst mit hier drauf, wa? Kann nicht schaden. So in etwa. Kann das mir nochmal drauf. So. Und hier habe ich so ein Rohrwandlager für die Stalleinrichtung. Der passt da genau drauf. Den wollen wir ja nicht wieder kaputt hauen. Ganz vorsichtig. Sonst haben wir wieder nichts verdient hier. So. Aber ein bisschen mit Bremsenreiniger sauber machen. Und dann hier soll das wieder gut sein. Dann können wir die ganze Scheiße wieder zusammenbauen hier. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, lecken tut es auch nicht mehr. Aber das wäre schon wieder erfolgreich hier. Dann kann der Klumpen da wieder drauf, den machen wir auch noch schön sauber hier. Loch da auch passt. Der Loch ist da oben. So, da kommt der da. Der so hin. Komm, so. Ölmalöver. Ach ja. Das
passt hier. So muss das auch nicht gehen. Drehen wir ihn mal so ein bisschen. Jo. Rohstift wieder drin. Mein Hämmerchen, Dann haben wir hier, der hatte ich doch gerade hier. Da. Wenn ein bisschen mehr Platz hier wäre. Aber so geht das. So geht das. Guck mal, da sitzt der hohe Stift. Könnt ihr sehen? Kommt das Ding da wieder rüber hier. So. Das Zahnrad hier. Was ich hier nochmal machen werde, irgendwann mal eine schöne Grube, wo man drin stehen kann. Das kann man hier ja leicht machen. Hier ist ja alles gepflastert. Und dann hier kann man schön drunter stehen. Also wenn man sich das hier also in die Ecken da quälen muss. Thank you.
gedauert. Hier kriegen wir leider kein Stecken rein. Aber hier. Den muss ich reinmachen, dass ich den obersten. Ich weiß ja nicht, ob die GoPro das aufgenommen hat vorhin. Aber sehen wir. Jedenfalls, da vorne kriegt kein Stecken rein, aber hier, den muss ich ja, dass ich den umklappen kann, dass ich den anderen so vorne wieder hin setzen kann. Aber Junge, ist das warm heute. Das läuft, das ölt hier wieder. Aber da war nichts. So, dann werde ich ihm da so einen Stecken rein und dann den obersten oder den mittelsten eben runterklappen. Oben ist offen, dann kann ich den obersten da nur reinhängen. Dann krieg ich hier nur. Ah, das geht. Dann krieg ich hier noch ein Stecken raus. Gut. Aber nicht, den muss ich mal rüber.
So, ich habe ihn hier auch noch mal was stramm gemacht. Das ist nur perfekt, nur mal für meinen kleinen Testlauf. Könnt ihr doch eben. So, Pech um. So müsst ihr doch nicht hinhauen. Da schnappt noch nicht so ganz rein hier. Aber das können wir auch noch. Hier will ich noch so ein Hörnchen machen wie hier. Dann bleibt er da besser drin. Hier ist auch nicht ganz drin. Irgendwo staut hat noch so ein bisschen. Aber das können wir auch noch zurecht. Ja, aber das ist ja super, da das schon funktioniert. Es dampft noch. Jo, ich habe mir jetzt so ein Hörnchen da gemacht. Wie hier auch. Dann denke ich mal, dann bleibt der Schnabel da besser drüber. Hier wollte der Schnabel ja immer zur Seite abhauen. Da habe ich mir auch so hier so ein Hörnchen dran gemacht. Und dann hier soll das nur besser funktionieren. Der hält. Und glaube ich hier nochmal was kürzer mache oder was. Aber anwalt ist der auch hier so lang. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. So Freunde, ich habe wieder was von Vermito bekommen. Eine Reifenfüller sozusagen. Diesmal als digital. Weil ich hatte so einen wie hier mit Manometer. Aber bei mir ist der Zeiger kaputt gegangen oder ist er nicht mehr drauf. Und nun konnte ich mir wieder was zum Testen aussuchen. Und dann habe ich mir mal so einen digitalen bestellt oder geordert. So, und dann wollen wir nun mal eben an den Reifen eben probieren. Der ist ja Plattfuß. Und gucken wir mal, wie das funktioniert als digital. Ich mache ihn schon mal im Offen hier. Was wir hier finden. So sieht das Ding aus. Na, bleibt der Karton nicht stehen. So sieht das Ding aus. Da hinten kommen Batterien rein. Ja, und dann kann man ja eben sehen, wie das funktioniert. Aber hier fehlt was, ob das hier mit drin ist. Bedienungsanleitung. Und Päckchen Batterien. Aber kein Schnüffelstück für den Füller. Da ist nichts drin. Aber das macht nichts, dann werden wir ihn aus dem alten ausbauen und dann hier wieder rein. Ich denke mal, das passt. Wir sehen uns gleich wieder. So, dann habe ich hier so einen Schnuffi. Den drehen wir hier erst rein. Und dann hier ist das wieder vollständig. So. Jetzt machen wir hier hinten den Deckel offen. Packen die beiden Batterien hier rein.
So sieht er aus. Nummer 1. Und Nummer 2. Deckel wieder drauf. Und dann ist es soweit fertig. Zeigt auch schon mal was an. Kann man hier verschiedene Drücke eingeben sozusagen. In hier ja, länderabhängig. Ne? Bei uns ist es natürlich bar und das auch, ich weiß es auch selber nicht. Wollen wir sich das hier durchlesen? Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber für uns ist das mal bar wichtig. So, dann werde ich mal im Schlauch anklemmen und dann werden wir den Reifen mal aufpumpen. So, stecken wir den hier auf den Füller. Luft kommt da an, wo das rauskommen soll. Und dann stecken wir den eben auf dem Ventil. Genau da. Gucken, ob ich euch so hinpacken kann. Und wir nehmen an. Haben ihn auf Bar sitzen. Er sitzt gut. Einige, da muss man richtig hier noch mit der Hand festhalten, weil das hier der Luftdruck dann daneben läuft. Aber der hält gut fest, das geht wohl. So, hier nochmal 0. Drücken. Fangen wir mal an zu pumpen. Geht weg, so. Die 700 oder 7, noch was, das ist der Kesseldruck vom Kompressor. Das ist im Moment der Druck, was im Reifen ist. Ich mache immer so, bei so einem Reifen immer so 3 Bar drin. Normalerweise reicht die so gut 2, 1,5 bis 2 Bar. Aber ich mache da 3 drin, dann hier brauche ich das nächste Mal nicht wieder bei zum Pumpen. Finde ich eine ganz schicke Sache als digital, das kann man genau ablesen. Ich bin gut mit dem blauen Hintergrund beleuchtet. Kann man da auch sehen, ich habe da mal Goku. Ich
Guck, 5,15. Da ist noch ein Kompressor, müsste gleich eigentlich wieder anspringen. Guck, das passt. Hier hat man dann gleich noch einen Knopf, da kann man dann nochmal genau dann hier nochmal wieder Luft ablassen, wenn zu viel geworden ist. So lassen wir das. Noch mache ich gleich noch einen Deckel drauf. Jetzt irgendwie verloren gegangen oder was? Aber sonst kann ich Ihnen sehr, sehr gut empfehlen. Den Füller setze ich euch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da Interesse dran habt. So, er schaltet sich automatisch aus. Perfekt. Reifen ist auch wieder hart. Gut. Das so zum Produkt. Die 700 oder 7, noch was, das ist der Kesseldruck vom Kompressor. Das ist im Moment der Druck, was im Reifen ist. Ich mache immer so, bei so einem Reifen immer so 3 Bar drin. Normalerweise reicht hier so gut 2, 1,5 bis 2 Bar. Aber ich mache da 3 drin, dann hier brauche ich das nächste Mal nicht wieder beide zum Pumpen. Finde ich eine ganz schicke Sache als digital, das kann man genau ablesen. Finde ich auch gut mit den blauen Hintergrundbeleuchtungen. Da kann man das auch sehen, wenn mal dunkel ist, wie viel Bar man gerade in den Reifen reinpumpt. Das finde ich schon sehr klasse. So, ein bisschen können wir noch. Guck, 5,15. Da ist noch ein Kompressor, müsste gleich eigentlich wieder anspringen. Guck, das passt. Hier hat man dann gleich noch einen Knopf, da kann man dann nochmal genau dann hier nochmal wieder Luft ablassen, wenn zu viel geworden ist. So lassen wir das. Noch mache ich gleich noch einen Deckel drauf. Jetzt irgendwie verloren gegangen oder was? Aber sonst kann ich Ihnen sehr, sehr gut empfehlen. Den Füller setze ich euch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da Interesse dran habt. So, er schaltet sich automatisch aus. Perfekt. Reifen ist auch wieder hart. Gut. Das so. Zum Produkt. Habe ich jetzt meinen Kornschieber. Da habe ich ja meinen Mechanik da ja nur zurecht gebastelt. Hier war ja vorher nichts dran, wenn ihr das auf den anderen Sequenzen da gesehen habt. Und nun habe ich mir das so gebastelt, dass ich hier einmal mit zack und dann das Ding hochgeht. Damit wir den dann hier haben, wenn wir hier, kommt ja demnächst ja in dem Bereich der Förderbahn und dann, dass wir da ja rauslaufen, damit wir den Schieber ja hochkriegen können.
Ohne habe ich das ja ein bisschen zurecht gemacht hier, was zurecht gebastelt. Diese Stange hier, das war ja die alte Gegenschneide vom Mengele. Da habe ich ja letztes Jahr eine neue reingemacht und das ist auch die alte. Ja, die habe ich mir zurecht, ein paar Löcher noch reingebohrt oder ein Loch. Diese Löcher, das Loch und was da hier hinten war, wo meine Hand ist. Da wurde die Gegenschneide ja fixiert, wo ist dieses Loch in der Mitte, das habe ich extra reingebohrt. Cool, dann wollen wir das eben zusammenbauen und dann ist das dann auch soweit fertig. Ich packe euch da hin, guck, ob ihr was sehen könnt. Ja, das sieht gut aus. Dann muss ich erst mal wieder überlegen, wie ich das hatte. Der war halt nur größer, der hier. Der brauchte, nee, der brauchte erst da gar nicht hin. Der kommt hier hin. Ja, da ist auch noch was Farbe. 21% Akkuleistung und das Ding kackt ab hier. Kann ja wohl nicht angehen. Da bin ich nur stehen geblieben. So geht das weiter. So. Gut, er hier. Da rein. So, und dann kommt das miteinander. Da ist aber Farbe drauf. So. Farbe. Ja, so ein bisschen Farbe, Farbe. Das kriegen wir da auch noch hin. Das wird mit dem Motorengerät fertig. So, und dann machen wir hier drei Muttern drauf. Festziehen und dann haben wir das. Also wenn Farbe drauf ist, das nicht verkehrt, dann geht die Motor nicht los. Genau, hier. Er da noch hin, weil das Gewinde ist nicht lang genug. Dahin, der kommt dann dahin. So, dann wird die Knarre. Stück abschneiden hier. Ups. So, der hat immer noch Platz. Den noch und dann haben wir das fertig. Nicht zu fest an. Geht das also schwer. So, dann haben wir das nun. Guck. Können wir den Schieber aufmachen und können dann rauslaufen lassen. Perfekt. Normalerweise geht er noch ganz weit auf, aber der Kopf klemmt sich hier, aber das reicht. Gut, und dann haben wir hier unser Eisen bekommen.
Da werden wir nochmal an Land schweißen. Und dann ist das auch wieder korndicht hier. Hier werden wir noch Eisen besorgen, weil das ist ja auch nicht korndicht. Hier kann ich meinen Finger fast zwischenpacken. Aber da werden wir auch noch, wie es da oben war. Ich muss sehen, dass da noch so ein Stück rüber ist. Dann werden wir nochmal verlängern. Bis hier unten hin. Und dann ist das auch zu. Aber das Video ist nur wieder ziemlich lang geworden. Ich habe ja schon was hier geschnitten. Und kommt dies hier noch dabei. Ja, das wird schon bald wieder eine Stunde werden. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir dann hierbei gehen. Und hier vielleicht sind wir dann auch schon am Dreschen. Da sehen wir dann. Ne? Aber erstmal eine schöne Woche und dann sehen wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.